Dementsprechend, geehrte Brüder, um das abzuschließen, unser geliebter Mustafa sallallahu alaihi wa sallam sagt in der Überlieferung von Imam al-Bukhari, aber auch von Imam Muslim rahimahumallah, er sagt im Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Ein jeder von euch ist ein Hirte. Und ein jeder von euch wird für seine Herde zur Rechenschaft gezogen. Al-Imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatih. Der Imam, der Führer eines Volkes, ist ein Hirte. Und er wird für sein Volk, für seine Herde zur Rechenschaft gezogen. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. Und der Mann ist ein Hirte in seiner Familie und er wird für seine Herde, für seine Familie zur Rechenschaft gezogen. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Und ebenso die Frau ist eine Hirtin im Hause ihres Mannes und sie wird für ihre Herde, für sich selbst und ihre Kinder zur Rechenschaft gezogen. Ein jeder, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih. Ein jeder von euch ist ein Hirte und ein jeder von euch wird für seine Herde zur Rechenschaft gezogen. Dementsprechend, geehrte Brüder, unsere Pflicht ist es, noch einmal wiederhole ich es, mit unseren Frauen und unseren Kindern zu arbeiten, auf dass wir inshallah ta'ala gemeinsam ins Paradiesgarten Allahs Azza wa Jalla hineintreten. Denn Allah war es, der im Koran offenbart und gesagt hat, جنات عدن يدخلونها. Der Garten Eden, das Paradies Eden, in dem die Gläubigen hineintreten werden. Die Gläubigen, wer noch? ومن صالح من آبائهم. Und ebenso jene, die rechtschaffen gehandelt haben, unter ihren Vorvätern, Vorfahren. وأزواجهم. Ebenso ihre Gattinnen, ihre Frauen, die rechtschaffen gehandelt haben. وذرياتهم. Als auch ihre Nachkommenschaft, die rechtschaffen gehandelt haben. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Und die Malaika, die Engel Allahs Azza wa Jal, werden zu den Gläubigen im Paradies durch eine jede Öffnung, durch ein jedes Tor von den Toren des Paradieses hineingelangen. Und sie haben nur eine Botschaft an die Bewohner des Paradieses. Sie wollen sie an etwas erinnern. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ أُقْبَى الدَّارِ. Die Engel sprechen zu den Bewohnern des Paradieses und sagen, Salamun alaikum, der Frieden Allah sei auf euch und sei mit euch, bima sabartum, dafür, dass ihr geduldig wart. Fani'ma uqba dar, wie schön und herrlich ist die immerwährende Wohnstätte des Paradieses. Subhanallah. Die Engel erinnern dich daran, dass dieser Weg ein Weg war, der viel Geduld gefordert hat.